Ich hab drauf gedrückt. Mensch, schön hier am Fuße des Annapuras im Himalaya. Aber darum geht's gar nicht. Es geht um Itai und Itai in Israel. Wie hieß das Dorf? Kfar Yehezkel. Kfar Yehezkel, genau, da waren wir nämlich. Oder so ähnlich. Sehr schönes Dorf. Unsere zweite Workaway-Erfahrung. Und bisher letzte. Aber wir sind in Planung nach, waren kurz in Haifa. Mhm. Haben da das Wochenende verbracht, die Stadt kurz angeschaut. Waren ein bisschen krank, haben uns da einen Berg hochgeschleppt. Ganz schlimm, war gar nicht so hoch. Aber darum geht es nicht. Es geht um Itai und Itai in einer kleinen Ökofarm mit eigentlich viel größerem. Was war das? Die hatten so eine große Halle, eine kleine zu vermieten, wo so ein bisschen Yoga gemacht worden ist, irgendwelche Wochenendtreffen und Zelte im Garten. Davon habe ich kein einziges Foto, fällt mir gerade ein. Vielleicht habe ich nur irgendeins. Von dem so Gelände. Ja, und irgendwelche Hütchen und so und Garten und ja, Ökotoilette, Freiluftduschen, von allem ein bisschen was, ne? Alles ein bisschen rumgewurschtelt, aber war eigentlich ganz cool da. Mit was fange ich an? Ich warte auf einen Einsatz. Ja, also wir sind dort angekommen. Ich war noch krank, du nicht mehr. Mhm. Oh, da hat uns auch eine sehr nette Tremperin mitgenommen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Stimmt. Da haben wir gerade den Daumen rausgemacht, beziehungsweise du, zack, schon angehalten. Ja. Mitgenommen worden, gleich ein bisschen was erzählt. Eine nette Frau im grünen Auto, deren Auto wir nochmal irgendwann später gesehen stimmt, haben. Stimmt, genau, ja. Und da waren wir. Da waren wir dann gleich am Abend spazieren, da kommt dann das Video mit dem Trampolin und dem Hund. Sind wir da lang gelaufen, ein bisschen den Ort erkundet. Das war ein sehr seltsames Ort mit so, keine Ahnung, wie viele Leute haben da jetzt gewohnt? 2000 oder sowas? Schon relativ klein, ja, ich glaube sogar weniger. So ein Dörfchen und an jeder Stelle sah es irgendwie anders aus. Ich glaube, das ist ein bisschen geschuldet, dass da das ziemlich schnell gewachsen ist. Gab es so ein ganz neues Stadtteil mit ganz neuen Häuschen, dann gab es auch was Älteres mit ganz verschiedenen Häuschen, ganz verschiedene Stile, mit einem Pizzabackautomat mitten im Nirgendwo. Schwimmbad gab es eigentlich auch, das war aber eher ja. Großer Kinderspielplatz und streichelt so und da war irgendwas los in dem Dörfchen. War ganz cool dafür, dass es so klein war, mitten im Grün. Auf der einen Seite ein grüner Hügel, auf der anderen, auf dem wir mal oben. Auch am Fluss waren wir mal, war so ein kleines Naturschutzgebiet, glaube ich, so ein bisschen, haben die Leute sich auch getroffen. Naja, auf jeden Fall haben wir da mal ein bisschen was geschafft, was man halt zu schaffen nennt. Nee, war ganz gut, meistens waren wir ja Richtung Feld, haben da ein bisschen Bewässerung verlegt. Oh, guck mal, da hat uns einmal Joe geholfen. John. Also ja. Muss dazu sagen, da waren auch andere noch. Da waren noch andere, da waren viele andere. Da waren ein paar Israelis, da war auch der eine aus Lateinamerika, weiß nicht mehr genau, woher er genau kam. Der war mir sehr sympathisch, Namen vergessen natürlich. Aber ich weiß aber auch nicht mehr. Mhm. Ganz am Anfang war noch eine Französin da, die ist da gerade gegangen, die war auch ganz nett. Und dann kam irgendwann zum Probearbeiten der John. Und der hat so... Das war so ein verdrehter junger Mann, der eigentlich arbeitslos war, der irgendwie ganz billig durchs Leben wollte. Gambling? You wanna gambling? Gambling? I wanna gamble about for your soul. Gambling. Gamble, gamble, gamble. Der hat immer so ein komisches Zeug gelabert, war ganz unmotiviert bei der Arbeit. Der hat uns auch mal, deswegen fällt es mir gerade ein. Der hat uns dann mal, sollte uns helfen, war total unmotiviert, wollte nur irgendeinen Scheiß labern. Da hat er uns erzählt, fällt mir gerade wieder ein, dass er noch nie eine Frau gebumst hat. Und dann sagt er, doch, auf den Philippinen oder so hat er mal eine ganz dicke gebumst. Aber ansonsten klappt es gar nicht bei ihm mit den Frauen. Konnte ich gar nicht nachvollziehen. Also ich hoffe, dass der seinen Platz im Leben findet, aber das wird noch ein langer Weg. Naja, und dann wollte er uns mal helfen und dann hat er die Sense erstmal scharf gemacht, weil er gesagt hat, er kann ein bisschen sensen. Und beim Scharfmachen der Sense hat er sich anscheinend geschnitten und dann ist er auch schon wieder unmotiviert gegangen. Ah, ein verlorener Tropf. Naja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen gewurschtelt, gesät, die Bewässerungsleinen gezogen,
Bewässerungslinien, Bewässerungsschläuche. Da so ein bisschen gewurschtelt, auch mal ein bisschen geerntet. Ansonsten haben wir ums Haus. Das war auch eine gute Action. Da war das Gras, also so ziemlich hoch alles. War ja so ein schöner Garten, ein bisschen verwildert. Und dann war zum Gras und das Gestrüpp ziemlich hoch, so einen Meter oder mal ein bisschen höher. Und eigentlich habe ich dann da sensen müssen, wo man eigentlich mit der Sense das nicht machen möchte, mit so einer klassischen, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber wie es halt so ist, wenn man quasi im Blumenbeet oder da, wo die jungen Bäume wachsen und halt, wenn man da ein bisschen sieht, dann gibt es ein bisschen Kollateralschaden. Da hieß es auf die Bewässerungslinien, auf die Bewässerungsschläuche achten. Habe ich auch einen erwischt. Eigentlich mehrfach, nur einmal habe ich ihn richtig aufgeschüttet, wie der Wasser rauskam. Und wo man dann erstmal gucken muss, wo man das abstellt. Aber ich habe dann gelernt, wenn man es repariert, reparieren geht schnell. Ich habe außersehen zwei, aber das war auch echt hoch, also das hätte man sehen müssen. Habe ich da eigentlich Bilder von, habe ich auch keine. Vielleicht auf dem Handy, ich weiß nicht, ich glaube, du hast auf dem Handy Bilder war richtig, von. War richtig hohes Gras, halt da, wo Beet ist und so. Habe ich da gesenzt, dann habe ich außersehen noch einen kleinen Baum abgesenzt. Ich glaube, es waren vielleicht sogar zwei. Ich war erstaunt, wie gut so eine Sense schneidet. Dann waren da so viele, aber man konnte es auch echt nicht sehen, Einmal habe ich auch, da war halt ein Metallstab einfach in der Erde, das hat mich rapide gestockt. Einmal, da war eine Schaufel, die stand an der Mauer, konnte man auch nicht sehen, eine Schaufel, weil halt das total zugebuchert war. Man hat es übrigens, eigentlich sah das ja richtig schön aus, fand ich, das viele Grün. Aber man hat es wegmachen müssen wegen den Schlangen, dass die Schlangen sich nicht verstecken können, weil bald Schlangensaison aufkommt und dass die Schlangen dann wahrscheinlich auch niemand beißen. Vielleicht sind die ja giftig, will man auf jeden Fall nicht. Das war der Grund. Davor sah es schöner aus. Ich habe das mit großer Leidenschaft weggesenzt, aber ziemlich viel. Was habe ich noch? Ah, das war auch so eine LED-Lampe. Schön LED-kleines Feld und eine LED-Lampe habe ich natürlich auch nicht gesehen. Vor allem nicht das dünne Käbelchen. Das habe ich, das dünne Käbelchen, zack, weg. Gar kein Problem. An dem Tag hast du gearbeitet, als ob es keinen Morgen gibt, wirklich. Ja. Die ganze Zeit, das ganze Gelände, das gar nicht mehr aufgehört. Nö, echt. Da war einer, der hat das Ähnliche gemacht, also der hat eine Elektrosense gehabt und so. Der hat irgendwie so, keine Ahnung, 5 Quadratmeter an dem Tag gemacht, sehr genau. Aber ich habe keine Ahnung, das war ein großes Gelände. Ich habe da 2/3 von dem Gelände abgesenzt. Ich war voll im Element, das ging richtig ab. Vielleicht nicht so präzise und genau, aber ganz schön viel. Hat man auch Ende, also es waren am Ende dann irgendwie 20 Schubkarren voll mit diesem Grüngut, die ich dann da hingefahren habe zum. War schon 20, gell? So. Boah, das hat so lange gedauert. Eigentlich war das schon längst Feierabend, aber wir haben. Ja, wir mussten das alles wegräumen, weil du so fleißig warst. Ja, das ging dann echt doch so 20. Naja, und ja, die LED-Lampe, dann war das Käbelchen eigentlich nur durch, kann man leicht reparieren. Dachte ich, ich bringe das in die Werkstatt. Dann habe ich das so rausgewurschtelt, dann habe ich da auch noch das Kabel rausgezogen aus dem Solarpanel. Das war natürlich blöd. Dann dachte ich, na gut, die Lampe kann ich auch noch. Dann habe ich da auch noch aus der Lampe das Kabel rausgezogen. Naja, ich hoffe, sie konnten es reparieren. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Lou hat in der Zeit was gemacht? Ich habe den Teich von Algen befreit. Und das kleine Flüsschen da, ne? Ja. Mit so einem kleinen Stöckchen. Das sah sehr meditativ aus. Es war auch. Ich habe das viel zu genau gemacht dafür, dass es einfach so draußen in der Natur ist. Ja, wir waren ja Arbeiter. Aber es war schön. Die Zeit ist immer gut vergangen. Ja. Sonst haben wir noch geholfen, Teich zu bauen. Teich zu bauen. Davor haben wir noch mal einen Steinweg gebaut. Da musste man dann eher Steine von dem einen Steinweg wegnehmen. Also nur links und rechts so Steine entlang. Das hat mir nicht so gefallen, weil ich dann gesagt habe, ja, sie holen dann Steine und machen den Weg. Dann dachte ich, warum muss man jetzt den Weg machen und macht den anderen kaputt? Egal, was macht. Eine kleine Brücke haben wir verlegt und einen Teich gebaut. Da haben wir auch irgendwo Steine geklaut. Auch so richtig große, die mussten dann zu zweit in so einen total überladenen Anhänger machen. Aber es war schon zum Teil ein bisschen abenteuerlich. Dann auch der Vorarbeiter quasi, der Itai, der war da auch der einzigste Angestellte von diesen ungefähr 3, 4, 5 Mitarbeitern, Freiwilligen, die sie hatten. Von dem einen, wo wir nicht gewusst haben, was er macht, der Junge mit dem lockigen Haar. Sympathisch, aber... Ach so, ja, der hat irgendwie da gewohnt und hat auch geholfen, aber man hat nie gesehen, wie er hilft. Also da hatten sie... Und der Itai, sehr sympathischer Kerl, nett. Hat immer alles geduldig und nett erklärt und schaut, dass es uns gut geht. Hast du das Basketball-Video dazu gemacht?
So das Basketballvideo noch. Ja, dann weiß man, wer Itai ist. Hat abends immer Basketball gespielt. War irgendwie alt, wie alt war der? 27, 28? Ja, war ein bisschen so zurückhaltend, so ein bisschen alleine und so, aber ja, so richtig lieb. Klassischer Single-Mann, aber sehr sympathisch. Der hat abends immer allein Basketball gespielt, einmal mal gespielt. War viel besser als wir. Dann habe ich noch gegen Lou gespielt. Da war ich natürlich besser als du. Naja. Kann man auch im Video erkennen, wie da die Körbe fallen. Also ich mache auf jeden Fall keine gute Figur und ich habe jetzt auch keinen richtigen Goalgetter, weil ich irgendwie nichts treffe. Ich dachte mir, ich kann Basketball spielen, aber in Ehrlichkeit kann ich es nicht. In Ehrlichkeit, in Wirklichkeit. Reden kann ich auch nicht so. Der war auf jeden Fall sehr sympathisch. Den behalten wir im Herzen. Der hat auch in so einem Mini-Dom im Garten, ganz im Eck, hat er da gepennt. War aber glücklich. Wobei, er war nicht so glücklich. Es war ja dann, kam ja so ein großes Fest. Welches Fest kam? Dieses... Oh, shit. Weißt du noch, wie es heißt? Nein. Exakt. Ey, wann waren wir denn da so um Ostern rum? Ja. Wie heißt denn das? Ich bin auf Hackbeil, ja, ich auch. Ich weiß irgendwie. Naja, da hat er auf jeden Fall zu seiner sehr großen Familie müssen und fand das schon richtig scheiße. Da, das sind 50 Leute, er muss mit allen reden und er hat gar keine Lust. Dann hat er freitagsabends auch mal für uns gekocht, einfach weil freitagsabend halt da groß gekocht wird, wird ein bisschen gefeiert. Hat er echt sehr viel gekocht, hat er frisches Brot gebacken, das war auch sehr lecker. Stimmt, ja. Und also das Essen war auch echt sehr viel. Ja, und, da ging es uns gut. Da ging es uns echt gut. Da ging es echt fast gut. Am besten von überall, weil da war irgendwie so... Gell, es sah jetzt auf den Bildern, sieht das jetzt gar nicht so luxuriös aus, so, aber irgendwie was... War so ein bisschen Gemeinschaft, es gab immer gutes Essen. Dann gab es noch eine, die war auch eher zurückhaltend. Ich weiß wieder, wie sie heißt. Ronny. Ronny? Ja. Ronny hat für uns mittags gekocht, aus den Zutaten aus dem Garten zum großen Teil. War immer gut. Ja, im Prinzip war es ja echt gut. Was ist noch? Ja, ich habe ein paar, wir haben auf dem Dachboden irgendwie so gepennt. Da hat man auch alles durchgehört und konnte man nicht richtig zumachen. Und zwar keine richtige Isolierung. Aber wir haben zwei Betten aneinander geschoben, aber es hat uns da gefallen. Ja, also das Bett war nicht so gemütlich, weil das so ein Holzdings in der Mitte hatte. Aber wir haben es uns eigentlich echt gemütlich gemacht, gell? Ja. Mit dem Heizstrahler und den ganzen Decken und kuschelig. Ja. Abends sind wir dann immer nach dem Schaffen. Eine Runde durch dieses sehr interessante kleine Dorf. Da ich habe es auch gemocht irgendwie. Da gab es echt viel zu sehen. Und haben wir ein bisschen da Sport gemacht und sind rumgelaufen, haben geguckt, ob der Pizzaautomat dann doch gegenüber von der Schule war ein Pizzaautomat, ob der dann doch irgendwann wieder funktioniert. Tat er nicht. Aber bei so einer Jugendorganisation irgendwie, da war so ein Fresstruck. So ein ja, so ein Wagen halt, wo man sich Essen holen konnte. Und da gab es Steinofenpizza. Ja, das war eine der besten Pizza, die wir jetzt auf der Reise gegessen haben. Die war natürlich Israel-typisch relativ teuer, aber die war auch richtig gut. Ja. Die war jetzt, ja, die war echt irgendwie so speziell gut. Aber an dem Abend war es voll kalt. Ja. Aber sonst war es schön. Ein paar kalte Tage. Aber das war irgendwie so von der Jugendorganisation haben das gemacht. Also war irgendwie an jeder Stelle war was los. Da war auch an dem Abend war irgendwie eine Schule Übernachtungsfeier. Dann sind die noch rumgeströmert. Kann man nicht sagen, dass da nichts los wird. Selbst im kleinsten Dorf. Gut, wir waren nicht in den großen Städten, da haben wir einen Bogen drum gemacht. Mehr zufällig. Aber mir auch so geplant. Mir war echt gut. Eine Wanderung haben wir gemacht. Sieht man auch in den Bildern. Da habe ich... War eine große Runde, waren geplant. Eigentlich 15 Kilometer. Aber ich habe dann fast zum Schluss hin haben wir dann gemerkt, mir fehlt die Brille. Und dann haben wir überlegt, wo wir sie verloren haben. Und dann, ach ja, da. Es war schon... Also eigentlich alles daran war falsch. Alles daran war falsch. Also wir haben ja schon... Ich habe dann gewusst, ich habe mir die Brille, ich habe ein Foto gemacht und ein Video von der... von meiner Geschichte Lu. Und habe die Brille dann vergessen. In das Etui für den Foto reingemacht. Und dann beim Bücken musste ich die irgendwie rausgeglitten. Dann wusste ich, okay, da muss sie liegen. Hat sich ganz zum Schluss noch bewahrheitet. Und dann, ich war schon ein bisschen fertig, wollte nicht mehr zurücklaufen oder nicht mehr so schnell. Du hattest ein Problem mit deinem Knöchel, wie man auf dem anderen Post sieht. Oh, sag ja, am Knöchel. Du bist ein zweites Mal umgeknickt. Mein Riesenknöchel. Ja, der war ziemlich dick. Ach, da bin ich das zweite Mal umgeknickt. Ja.
Beim Bienenstock. Auf der Wanderung. Ah, ja, Scheiße. Bevor du die Brille verloren hast, bist du umgeknickt. Und dann sind wir noch ein Stückchen gelaufen und gemütlich und so. Dann ist mein orangengroßer Knöchel, der hat dann wieder ein bisschen wehgetan. Und dann wollte Lou schnell zurücklaufen, weil wir dachten, das war nicht so weit weg. Und ich bin vorgelaufen, ich bin dann irgendwann auch langsam wieder zurückgelaufen. Und da hätten wir uns das erste Mal, das wäre nämlich auch scheiße gewesen, weil wir kein Handyempfang hatten, da ist Lou nämlich ein bisschen weiter um eine Kurve zu weit gelaufen oder so ähnlich. Ja, irgendwie sah der Weg da voll gleich aus. Ja, und hat es dann nicht gefunden. Ich habe an der falschen Stelle gesucht und war überzeugt, dass die Brille da nicht ist. Und ich bin ja auch zurückgelaufen und dann bin ich nämlich schon den richtigen Weg abgebogen. Und Lou kam in dem Moment Gott sei Dank gerade zurück, sonst wäre ich nämlich da abgebogen und weitergelaufen und Lou wäre dann zurückgelaufen zu mir sagen, sie findet die Brille nicht. Und ich wäre nicht da gewesen und ich hätte Lou auch nicht gefunden. Auf jeden Fall an der Stelle, wo wir uns getroffen haben, dachte ich, ach ja, nee, warte mal, da hinten war es nicht. Nee, das war ja weiter oben, das war ja an der Stelle. Und dann dachten wir, dann laufen wir da zurück. Und keine Ahnung, von der Stelle, wo wir schon 20 Minuten zurückgelaufen sind, sind wir dann nochmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zurückgelaufen. Und dann kam Lou irgendwann auf die Idee und hat gesagt, ach nee, warte mal, das stimmt doch gar nicht, wir sind doch gleich oben. Ja, wir haben die ganze Zeit gewartet, bis die Stelle kommt mit der Brille und haben gedacht, ja, nach der Kurve vielleicht. Und hier sieht es irgendwie so aus. Und dann auf einmal waren wir wieder auf der Teerstraße und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. War richtig lang zurück, also über eineinhalb Stunden sind wir, glaube ich, zurückgelaufen. Ja, voll. Sowas. Und dann eingekommen, ah nee, das war genau an der Stelle, wo wir uns wieder zufällig getroffen haben. Also gut, wieder eine Stunde in die Richtung gelaufen. Da war die Brille dann auch, dann nochmal eine halbe Stunde, bis wir an der Stelle waren, wo wir dann gemerkt haben, zu laufen. Und dann schön im Dunkeln nach Hause. Aber auch schön, mit Sonnenuntergang. Ja, war auch schön. Dann kam man echt in der Dunkelheit zurück. Ja, relativ fertig war man dann. War natürlich auch die ganzen Wege, wo wir zurückgelaufen sind, ging es die ganze Zeit so ein bisschen im Berg hoch. War echt eine gute Stelle. Naja, also gut. Ich mache die Brille seitdem nicht mehr in mein Kamerakreis rein. Ja, und ich lasse dich auch nicht mehr unbeaufsichtigt deine Brille irgendwo hin tun, wo ich nicht von Bescheid weiß. Ja. Die Stimmung war nicht so schlecht, aber irgendwann war nee, es war gut. War ich dann irgendwann ein bisschen fertig. War kein Drama. Nee. Ja, das war unser Erlebnis. Von, wie heißt das dort noch? Das hört sich nochmal. Fahr Jehetzkel. Ja, genau, so spricht man es original aus. Ich weiß nicht, so schreibt man es. Mhm. Ich kann es buchstabieren, wenn du willst. Ja, da haben wir ein bisschen gewurstelt. Auch aus dem Biogas-Düngerding. Von der Menschenkacke haben wir auch mal ein bisschen die Bäume gedüngt, haben wir auch gemacht. Lauter gute Aufgaben haben wir da gehabt. Naja, also gut. Und der Dings, oh, wir haben dann den besten, was haben wir gegessen? Falafel. Ah ja, stimmt. Ich habe gesagt, Israel muss ich unbedingt Falafel essen. Und dann hat uns ein anderer Kerl, der auch sehr nett war. Teddy, Mensch, Namensgedächtnis, super. Hat uns dann da was gebracht, die waren Burger essen. Und wollten wir aber nicht. Dann hat er uns echt zwei Falafel gebracht mit ganz viel extra Süß und extra Zeug. Beste Falafel ever. Ja, war richtig gut. Also in Israel haben wir immer gut gegessen eigentlich. Wer hätte da gedacht, dass Falafel noch lange ein Essen sein wird, was uns begleitet? Oh ja, danach ging es ja dann nach Jordanien. Mit meiner Spitzentrepperin sind wir weiter. Und da gab es seltsamerweise oft Falafel und Hummus. Bis es quasi hier. Naja, also gut. Dann, das war's zu Israel. Nächstes Video, Jordanien.